Wir alle kennen das Phänomen, wenn zwei Akkus parallel zusammengeschalten sind und dennoch haben wir immer unterschiedliche Akkufüllstände. Woran liegt es? Warum ist das so? Dem Ganzen wollen wir jetzt endlich mal auf den Grund gehen, beziehungsweise ich möchte euch mal darstellen, warum das ganz normal ist. Und warum es technisch auch vollkommen unmöglich ist, dieses irgendwie zu beheben und dem gleichzusetzen, damit die alle exakt gleich laufen. Keine Chance. Warum? Darauf gehen wir jetzt ein. Herzlich willkommen bei Mega Caravan in Dinkelsbühl. Ich sage Hi, Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute im Vorspann schon kurz angedeutet, geht es rund um Parallelschaltung, Lithium-Akku unterschiedlich entladen. Warum, wieso, weshalb? Ist ein riesengroßes Thema, poppt immer wieder auf, viele Kunden fragen. Und ich denke, für euch ist es auch mega interessant, mal zu verstehen, warum sich zwei Akkus, die parallel zusammengeschaltet sind, doch unterschiedlich entladen. Hat ganz, ganz schlichte, einfache Gründe und dem wollen wir einfach mal auf den Grund gehen, warum das Ganze so ist. Und da nehme ich euch jetzt mit und dazu gehen wir jetzt einfach mal zu einem Akku hin und da möchte ich euch einfach ein bisschen was drüber erzählen. Also, auf geht's! Wir alle kennen das Phänomen, wenn zwei Akkus parallel zusammengeschalten sind und dennoch haben wir immer unterschiedliche Akkufüllstände. Woran liegt es? Warum ist das so? Dem Ganzen wollen wir jetzt endlich mal auf den Grund gehen, beziehungsweise ich möchte euch mal darstellen, warum das ganz normal ist. Und warum es technisch auch vollkommen unmöglich ist, dieses irgendwie zu beheben und dem gleichzusetzen, damit die alle exakt gleich laufen. Keine Chance. Warum? Darauf gehen wir jetzt ein. Fangen wir mal mit der Verbindungsleitung, wenn man zwei Akkus parallel schaltet, an. Das heißt, wir machen Kabelbrücken von diesem Pol zu diesem Pol, sprich von Minus zu Minus, von Plus zu Plus. Hier haben wir schon die Problematik, dass wir natürlich solche Kabel nehmen wollen und dementsprechend hier ansetzen. Als Kabelbrücken verschiedene Durchmesser, wichtig natürlich, dass die Durchmesser gleich sind, aber wo schon minimale Unterschiede entstehen, ist bei der Abkürzung des Kabels. Jetzt kann man sagen, ja klar, kann man natürlich gleich lang abschneiden, natürlich kann man das, aber man soll es glauben oder nicht glauben, kein Kabel ist wie das andere, auch in der exakten Länge nicht. Und dann kommt es natürlich auch immer auf die Verpressung drauf an, weil auch die Verpressungen sind natürlich leicht unterschiedlich und so fließen hier schon in verschiedenen Längen der Kabel, auch wenn es nur 2-3 mm sind, auch wenn die Pressung ein bisschen fester oder ein bisschen nicht so fest ist, das macht natürlich eine Presse automatisch, die aber auch alle Toleranzen drin haben. Und somit haben wir hier schon leichte Unterschiede zwischen den zwei Kabelbrücken und schon fließen unterschiedliche Ströme. Wir lassen natürlich den Strom diagonal durchfließen. Das heißt, auf der einen Seite kommen die ganzen Plusverbraucher, auf der diagonal liegenden Seite kommen dann die Masseverbraucher, also sprich das Masse dementsprechend. Hier wird nichts angeschlossen, sodass der Strom rein theoretisch hier durch muss. Aber der Strom muss ja immer durch die andere Batterie. Aber die Ströme fließen immer leicht durch die Brücken unterschiedlich stark. Das nennt man auch Messtoleranzen, sprich Toleranzen in Fertigung von Kabel, in Pressen und so weiter. Hier entstehen schon die ersten leichten Unterschiede, wo man leider Gottes auch gar nicht groß beeinflussen kann. Man kann sich Mühe geben und die Kabel natürlich so exakt wie möglich machen, aber dennoch werden immer von Brücke zu Brücke leichte Unterschiede sein und dementsprechend leicht unterschiedliche Ströme fließen. Der zweite Punkt ist das integrierte BMS. Das BMS, Battery Management System, muss
riesengroße Ströme messen, genauso wie Minimalströme. Und das ist ein Ding der Möglichkeit, aber durch das große Fenster, was das BMS leisten muss, gibt es hier natürlich auch wieder Toleranzen und dementsprechend kleine Fenster, wo das BMS einfach nicht mehr leisten kann. Ein gutes Beispiel ist auch, man kann mit einer Kamera und mit dem ein und denselben Objektiv auch nicht die Gebirge fotografieren und atomgroße kleine Miniaturteilchen mit demselben Objektiv. Auch das funktioniert nicht. Wir haben hier aber nur ein BMS verbaut, was die Minimalströme messen soll, aber auch die ganz großen Ströme messen soll und alles exakt. Das funktioniert definitiv nicht und darum hat auch jedes BMS für sich entschiedene Messtoleranzen drin. Ein BMS zum Beispiel kann unter 0,5 Ampere schon gar nicht messen. Also die wenigsten BMS können das. Somit, wenn hier Minimalströme laufen, werden die schon gar nicht erfasst. Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, wenn natürlich die Ströme umso größer werden, das ist wie eine Tachoabweichung auch beim Auto. Je schneller das man fährt, desto höher ist die Tachoabweichung. Es gibt fast keinen Tacho, der dementsprechend exakt die Geschwindigkeit im unteren Level sowie im oberen Level exakt anzeigt. Also im unteren Level ist die Abweichung meist sehr klein, im oberen Level wird die Abweichung meist sehr groß. Auch das ist ein Riesenpunkt bei Lithium-Akkus und natürlich auch immer wieder verschieden, weil auch verschiedene Tachos verschiedene Abweichungen haben, verschiedene BMS, auch wenn es derselbe Hersteller ist, auch wenn es dieselbe Charge ist. Dennoch ist auch in der Platine vom BMS wieder von vielen, vielen, vielen Lötstellen und so weiter Toleranzen dementsprechend gegeben, wo leichte Unterschiede aufzuweisen sind. Und drum misst dieses BMS leicht anders wie dieses BMS. Das ist auch ein Riesenpunkt, wo oft vergessen wird, kein BMS oder kein Akku ist wie der andere. Es sind alles immer Einzelstücke und wir fügen die zusammen. Somit ergeben sich natürlich immer leichte Differenzen. Ein kleines Beispiel. Zwei Lithium-Batterien parallel zusammengeschalten. Überhaupt kein Thema. Wir nehmen eine Stromentnahme von 50 Ampere an, müssten ja jetzt rein rechnerisch aus jedem Akku 25 Ampere rausgehen. Das ist eben genau die Problematik durch schon bereits genannten Messtoleranzen im BMS, durch unterschiedliche Stromwiderstände, Kabel, Pressschuhe etc., Schraubenverbindungen und so weiter, ergeben sich jetzt hier schon Toleranzen. Aus dem einen Akku werden wahrscheinlich ca. 29 Ampere rausgehen, wo aus dem anderen Akku wahrscheinlich ca. 21 Ampere rausgehen oder das Verhältnis etwas anders ist. Je höher die ganze Stromthematik ist, desto weiter auseinander driften die manchmal. Das Gleiche ist, desto mehr Akkus ich parallel schalte. Also ich kann ja auch 3 oder 4 oder 5 Batterien parallel schalten. Auch hier ergeben sich natürlich durch die mehreren Akkus, wo ich parallel schalte, noch mehr und noch größere Abstände, Unterschiede. Das ist leider so. Man kann es nicht ändern. Das ändert aber alles gar nichts immer wieder an der Gesamtkapazität. 400 Amperestunden bleiben 400 Amperestunden. Ob ich die nacheinander, miteinander oder wie auch immer verbrauche, ist ja erstmal egal. Der Verschleiß von den Akkus ist auch erstmal egal. Natürlich kann passieren, dass, wenn man es immer wieder nur im Gebrauch hat, auch die Zyklen auseinander driften. Wenn man natürlich nicht aufpasst, ist der eine Akku schneller leer, wird wieder schneller vollgeladen und somit kriegt er mehrere Zyklen drauf, während der andere zyklustechnisch etwas dahinter hängt. Was aber auch überhaupt kein Problem ist, weil wir müssen uns mal ausmalen, so ein Lithium-Akku hat bis zu 3000 Ladezyklen. Ja, sollen die doch mal 100 Zyklen auseinanderliegen. Deswegen ist der eine nicht schneller kaputt wie der andere oder umgekehrt. Also das spielt effektiv eigentlich gar keine große Rolle. Aber messtechnisch ist es nun mal so, dass es nicht anders erfasst werden kann. Durch diese ganzen Toleranzen, die wir nun mal gegeben haben, da habe ich keine andere Chance.
Zu guter Letzt kommt natürlich noch ein ganz, ganz entscheidender Faktor dazu. Das ist der Herstellungsprozess der einzelnen Zellen. Die können, selbst wenn sie von der gleichen Charge sind, dennoch von der Elastizität oder von der Widerstandsfähigkeit unterschiedlich sein. Das ergibt leider Gottes das Produkt Lithium, sprich die Zelle als solches. Das heißt, keine Zelle ist wie die andere. Deswegen braucht man ja auch, wenn man so einen Lithium-Akku dementsprechend sich mal anschaut, einen Balancer. Sprich, Balancer heißt ein Zellenausgleichsmodul, wo auch in einem Akku die Zellen permanent ausgleicht. Wenn ich jetzt natürlich zwei Akkus zusammenhänge, parallel, dann habe ich durch die unterschiedlichen Zellenstrukturen auch unterschiedliche Ströme, die da fließen. Auch das kommt zu den vorgenannten Punkten alles dazu. Wobei ich sage, dieser Zellenherstellungsprozess, der dürfen wir gar nicht so vernachlässigen. Das ist ein riesen Thema, wo von den Chargen, von den Herstellungsprozessen als solches natürlich wirklich große Unterschiede ergeben können. Und somit kann da schon mal passieren, dass die eine Zelle natürlich wesentlich ergiebiger ist und hier bereitwilliger ist, den Strom abzugeben, während die andere Zelle den Strom mehr festhält und da ein bisschen zäher ist und einfach sagt, oh, ich brauche da ein bisschen länger dafür, weil die Struktur der Zelle das einfach so hergibt. Und dem können wir auch nicht entgegenwirken, da habe ich keine Chance. Also das ist auch ein Riesenpunkt, wo eine Riesenrolle spielt zu diesen ganzen Messtoleranzen, zu diesen ganzen Unterschieden, wo bei zwei, drei Akkus, wo ich parallel zusammenschalte, einfach immer wieder auftreten. Und natürlich kann so ein BMS mit den sogenannten, ja, ich sag's mal Zweigströmen, Wirbelströmen, die auch während eines Akkus, selbst wenn sie abgeschalten sind, beziehungsweise auch wenn sie angeschalten sind, stattfinden, die da ständig hin und her flitzen, kann da natürlich damit umgehen, aber eben halt nicht zu 100%. Und somit haben wir immer wieder Abweichungen in den ganzen Messtoleranzen. Auch so ein BMS, wo ich mich über eine Bluetooth-Verbindung in den Akku einwähle, dieser Stand, was da drin steht, das ist auch ein nie hundertprozentiger Wert, der mir da ausgespuckt wird. Das sind alles immer so grobe, nicht grob, grob will ich nicht sagen, aber das sind halt so Zirka-Werte. Die haben halt alles, alle Toleranzen. Wir kennen das aus ganz vielen Branchen. Gehen wir mal weg von Lithium-Akkus, gehen wir einfach mal kurz in den, egal, Maschinenbau, Werkzeugbau, jede technische Zeichnung hat Toleranzen. Es ist natürlich hier ein Prozess, der stattfindet, im Herstellungsprozess, und hier fließen Ströme, die dementsprechend gemessen werden, weitergeleitet werden, zusammengeschlossen werden und durch zig Platinen, durch zig Kabel, durch zig Verbindungen. Und eine Lötstelle ist nie wie die andere, ein Kabel ist nie wie das andere. Eine Zelle ist nicht wie das andere oder wie die andere, und schon ergeben sich Toleranzen, die einfach unterschiedlich sind. Das ist so, das können wir nicht vermeiden. Genauso wie wir nicht vermeiden können, wenn wir, ich sage jetzt einfach mal, ein Werkstück fertigen, dass es zu 100% exakt ist wie das zweite, wo gefertigt wird. Auch hier sind Messtoleranzen, hier sind Produktionstoleranzen, es ist immer das Gleiche. Ich habe vorhin das Beispiel genannt mit der Tachoabweichung, was ja sehr, für mich zumindest schon ein sehr anschauliches Beispiel war. Wenn ich mit meinem Fahrzeug 20 km/h fahre, habe ich natürlich eine geringere Abweichung, aber auch da sind die Abweichungen, obwohl gleiches Auto, obwohl gleiches Fabrikat, meist ein bisschen unterschiedlich. Und je schneller ich fahre, desto höher ist natürlich die Abweichung. Und exakt so verhält sich das im Prinzip auch bei den Lithiumbatterien, wenn ich zwei parallel zusammenschalte. Also es ist ein vollkommen normales Phänomen, dass zwei Batterien, die ich parallel zusammenschalte, sich unterschiedlich entladen, sich unterschiedlich verhalten und gewisse Toleranzen hier stattfinden. Das ist so, das kann ich nicht verhindern, das können wir auch nie vorbestimmen, wie hoch oder wie weit die auseinanderlaufen. Es gibt Batterien, habe ich selbst schon erlebt, die laufen fast identisch, und dann gibt es halt einfach Batterien, die laufen
zwangsweise ein bisschen mehr auseinander. Ich sage immer wieder und ich betone es immer wieder, was in der Gesamtkapazität absolut keine Rolle spielt, weil 200 Amperestunden bleiben 200 Amperestunden. Wie ich die verbrauche, ob ich erst die eine und dann die andere leer mache, ist ja ganz egal. 200, aha, bleiben 200. Ja, das zum Thema Lithium-Akku, parallel zusammengeschalten, unterschiedlicher Entladung. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen verständlich rübergebracht. Ich gehe bewusst nicht so in die technischen Details, weil das für uns, sage ich jetzt mal, Otto-Normalverbraucher auch immer schwer verständlich ist. Aber ich glaube, ich habe Anschauungsbeispiele gebracht, die eigentlich auch ein Laie dieser Technik, nicht ganz so Firmenmenschen, sehr geläufig sein dürften, wo man sagt, Mensch, da kommt man so ein bisschen aufs Verständnis, warum das so ist, beziehungsweise warum das so stattfindet. Ich jedenfalls finde das Ganze gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, eine Gesamtkapazität bleibt immer das Gleiche. Ich verliere deswegen keine Kapazität, ich verschleiße deswegen den Akku nicht mehr oder nicht weniger. Deswegen ist die Lebensdauer auch nach wie vor toll und bleibt auch erhalten. Das ist überhaupt kein Thema. Wichtig halt nur, dass man so ein bisschen Verständnis dafür aufbringt, dass da Unterschiede stattfinden können. Und das ist auch für mich einfach die Erklärung dazu, warum das so ist. Wir haben immer wieder mehr oder verstärkt die Anfragen gekriegt, Mensch, warum laufen die so weit auseinander oder warum laufen die überhaupt auseinander, warum laufen die nicht exakt parallel? Und das ist genau das, was ich euch damit erklären wollte, warum das Ganze so ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die Aufmerksamkeit eurerseits. Im nächsten Video geht es um Ladetechnik von WCS für Lithium-Akku, Zusatzladegeräte, warum braucht man sie nicht und so weiter und so fort. Das will ich euch alles im nächsten Video erklären. Ich sage vielen Dank, über ein Like freue ich mich genauso wie über natürlich ein Abo von euch. Und wenn ihr ganz verrückt seid, drückt dann auf die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr für viele interessante Techniken und Verbauten, Einbauten, was wir hier bei uns in Dinkelsbühl alles machen. Ich sage lieben Dank und freue mich aufs nächste Video. Ciao, ciao, euer Michael.